sehen wir aber das nächste Set, und zwar Splash Match gegen Flora, Robin gegen King Dedede. Mhm. Das ist das Losers Quarterfinals. Oh, Smashville. Flora wurde upsetted von Pierre Berry, hat Mr. Game gespielt in dem Set. Aber jetzt... Nee, von Levi? Nee, Pierre Berry. Ja, ja, von Pierre. Aber jetzt spielt sie anscheinend Dedede. Offensichtlich. Auch ein Set, das schon Best of Five ist. Tatsächlich. Natürlich. So. Ich schaue einmal kurz ins Bracket währenddessen. Oh, ja, bisher ist Splash Match noch nicht reingekommen. 2,5% gemacht, der Taunt von Flora mit dem Crouch. Understandable, wenn man den Gegner... Wenn man eben so schnell einen Stock abzieht. Understandable, wenn man so einen Crouch hat. Ja, stimmt, stimmt. Ist einfach so. Oh, down tilted to F tilt, nice. Oh, Gordo, forward air. Splash Match struggled extrem. Damn, ich habe ihn schon lange nicht mehr so. Also, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wie Splash Match so auf die Fresse kriegt. Aber das Nosferatu hat gesessen. Ja. Er heilt sich, er macht Damage. Und wie gesagt, es ist ein Best of Five. Manchmal ist es auch blöd, wenn man ein Set gerade verliert und dann direkt weiterspielt. Manchmal ist es blöd. Oh, aber schön. Schöne Ladder gerade. Ja, genau. Dadurch, dass Best of Five ist, ist jetzt die Frage, wer kann besser adapten. Weil Best of Five ist auf jeden Fall genug Zeit, um sich anzupassen an den Gegner. Ich finde Best of Five viel besser. Ja, ich auch. Also ich fand Smash 4 2-Stock-Regel so schlecht. Ja, das ist... Ich habe Smash 4, das ist der einzige Smash-Teil, den ich nicht richtig selbst gespielt habe. Aber ich habe auch Clips gesehen von JV3s und so. Das sah sehr, sehr cheap aus, weil es so 2-Stock-Games sind. Hm. Ja, also Best of 3 mit 2 Stocks. Das ist wirklich sehr cheesy. Also du SD'st einmal, wirst einmal gecheased und dann ist schon die Hälfte vorbei. Ja, so ist es. Also ich brauchte immer wirklich bis zum 4. Stock, also bis zum letzten Stock, um zu adapten. Schon wieder mit der Down-B. Der killt halt auch super viel. Robin hat schon wieder, nicht treffen lassen. Also Splash Mesh hat schon wieder den Normal Get Up gemacht. Ja, Aquaia zu reflektieren bringt nicht so viel, außer Robin steht direkt vor dir. Ist ein bisschen wie bei der Side-B von Joker. Mhm. Es ist auf jeden Fall gut, wenn man oft gegen den Charakter spielt, der blöde Ledge Traps hat, aus dem man wenig rauskommt. Weil am Anfang denkt man sich noch so, okay, welche Option mache ich? Aber manchmal ist es einfach so, dass man sehr spontan gucken muss, welche Option man macht. Und man muss sie manchmal auch sehr präzise machen. Man hat schon mehr als nur 3 oder 4 Options. Ja, man hat deutlich mehr. Ja. Besonders, wenn man halt nochmal in Account nimmt, dass man halt das Timing abmixen kann. Genau, und du kannst halt auch zum Beispiel raufspringen und airdodgen direkt. Ja. Oder es gibt sehr viel. Runterspringen und eine Attacke und machen. Also, wenn du dann halt auch noch so eine Attacke hast wie Robin hier mit Nosferatu, du kannst halt von der Ledge ein Command Grab machen, sodass der Gegner halt nicht shielden kann, wenn er dich Ledge trappt, etc. Also da muss man einfach sehr präzise sein. Ich muss sagen, mir gefällt es aber sehr gut, wie Splash Match sich jetzt hier angepasst hat. Am Anfang lief es ziemlich schlecht, aber jetzt verwendet er sehr viel den Thunder und das funktioniert ziemlich gut gegen Gordos. Und oh, das war knapp, die Down Smash. 100% Down Smash. Weiß nicht, ob die schon gekillt hätte. Du bist im Winner Semis, sehe ich jetzt erst. Ja, genau. Ich habe gegen Pierre gewonnen. Und spiele jetzt gegen Weißel gleich, glaube ich. Ja, sauber. Ey, Top 5. Oh. Ja, ich glaube, ich war noch nie auf NEZ Top 5 tatsächlich. Ich war schon voll oft hier. Ja, Jackpot, richtig gut. Ja, lag aber auch daran, dass Dafung nicht gekommen ist. Weil der wäre mein Winners Round 2 Gegner gewesen und ich glaube, Dafung habe ich keine Chance. Ja, ist schade auf jeden Fall. Ist schade, dass er nicht gekommen ist, aber passiert. Okay, der Gordo hat keine Hitbox, weil er den reflektiert hat. Ist das sein eigener gewesen? Krass, dass er es noch geschafft hat, Flora auf Last Stock zu bringen. Hm. Ein guter Advantage State und er holt das Game. Ja. Und die Tendenz das war nice. Saugt er sich ein bisschen was von ab, von dem Fett? Ja, es war immer noch absolut Kill Percent, aber Flora halt, kommt halt auch langsam in die Richtung. Das ist Robin, 71% ist schon... Oh, der Shieldbreak wäre es gewesen, ey. Oh. Ja, also jetzt gerade spüre ich nichts von den Nerven irgendwie. Oh ja, okay. Der F-Tilt statt Downbeat diesmal. Das killt, das killt. Das ist ja, aber ich muss sagen, Splash Match hat adapted. Und wenn man bedenkt, wie es am Anfang lief und wie es am Ende lief, finde ich, dass es nicht super eindeutig ist, wie es jetzt weitergeht. Sondern ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Splash Match in the long term mehr Momentum hat. Auch weil es halt ein Best of 5 ist und kein Best of 3. Ja. Er hat es dann, am Anfang hat er halt Neutral überhaupt nicht hinbekommen. Aber jetzt später, wo er besonders ganz viel den Thunder verwendet hat, hat das doch ziemlich gut geklappt. Ja, es ist auch gut, wenn man das Mindset hat, dass praktisch das erste Game echt so ein bisschen zum Scouten zu Ich habe das auch, als ich gesehen
Spargo gegen Proto und er hat halt Cloud gegen Min Min gespielt und er wurde im ersten Game gethreestalkt und ich war halt so, oh, das muss ihn doch mental so rausbringen. Also aber dann wer wurde gethreestalkt? Spargo. Ah ja, okay. So, von Min Min halt. Mhm. Und dann im zweiten Game hat er ihn halt getwostalkt zurück. Und da dachte ich halt auch so, okay, damn, er hat halt wirklich das erste Game einfach als Input genommen, wurde nicht nervös, ja, hat sich davon nicht unterkriegen lassen, dass er von der besten Min Min der Welt gethreestalkt wird, außer dass es der Bast, ich würde es mal vermuten, es ist Proto Banham. Das fand ich schon cool. Also das hat mich inspiriert auch. Ja. Best of Fives, wenn du das erste Game verlierst, das bedeutet gar nichts. Ja. Das erste Game ist nur, um ein bisschen Insight zu sammeln. Und es gibt halt auch nicht nur ein gutes und ein schlechtes Mindset, sondern es gibt ganz verschiedene Typen, ja, von Mindsets. Ja. Ich mach das Bracket. Also Game 2 sieht auf jeden Fall auch wieder sehr gut aus für Flora am Anfang. So wie es bei Game Outs schon. Oh, oh, hat das Early getötet. Das waren 30-40%, die Robin hatte. Stärkste F-Smash im Game. Ist er? Aber halt von DDD. Also als ich den Fakt gehört habe, waren viele DLC-Charaktere noch nicht draußen. Ich weiß nicht, wie stark die von Kazuya ist. Mhm. Aber, oder die Diamant von Steve. Aber ich würde vermuten, dass DDD ist die stärkste im Game ist immer noch. Ist auch sehr langsam, ist auch verdient. Ja. Aber hat halt kaum Endlag, ne? Flora macht da sehr gerne den Downtilt zum Beispiel nach. Ist auf jeden Fall kein schlechter F-Smash. Also hat viele kleine Gimmick-Sachen und hat nicht so viel Endlag, wie man vermutet. Oh, die Windbox hat ihm ordentlich geholfen gerade. Oh. Oh, schon wieder mit der F-Smash. Ja. Ah, echt guter Read. Also sehr viele Leute wollen da halt Air dodgen, weil sie nicht die Up-Air abkriegen wollen. Oder die Nair. Ja, oder Forward Air. Also echt smarter Read. Also kann ich Splashmatch nicht dafür blamen, dass er da geairdodged hat, honestly. Ja, gegen DDD muss man in sehr vielen Situationen einfach wissen, dass man manchmal kommt man einfach aus Sachen nicht heil raus und dann nimmt man einfach das Schwächere. Das und das ist immer der Gordo. Es ist immer der Gordo, genau. Ja. Oder halt eine Combo so, die ein bisschen Damage macht, anstatt irgendwie so einen Vollknüppel abzuholen. Ja, genau. Das stimmt. Das heißt, vielleicht wäre es besser gewesen, nicht zu airdodgen und dann... Oh, die weibliche Robin, jetzt der Counterpick. Auf FD mit Animal Crossing Musik. I see. Das muss eigentlich jetzt besser laufen. Ne, warte, das war jetzt Floras Musikpick bestimmt, ne? Weil... Ah, ne. Ja, doch. Flora wird wahrscheinlich auf FD gegangen sein. Oh. Schön. Und jetzt hier letzte Mal von Splash Match. Flora hat ja gewonnen, dann hat sie gebannt. Nevermind. Ja, ja, gutes Game bisher, Splash Match. Stellt sich schon mal ein bisschen besser an. Er ist nicht raufgefallen. Guck mal, Flora will die Nutopie reflektieren, ja, aber Splash Mash weiß das halt und macht sie deswegen nicht. Weißt du, wie der heißt, der Move? Die Nutopie? Ja. Thorwin? Ich weiß nicht, ich glaube, die voll aufgeladen heißt Thorwin. Ja, X. Und dann gibt es noch irgendwie Thunder, Arc Thunder und es gibt vier Aufladestufen, ich weiß nicht, wie alle heißen. Ja, genau. Ja. Die. Kurumi hat es gerade nochmal gesagt, im Stream hat man es nicht gehört, aber... Ja, heute ist unser Streamer, er musste leider früher los. Ja, aber nett von Kurumi, dass er das dann übernimmt. Deswegen machen scheint wir auf, er scheint aufzugehen in der Rolle. Oha, Gordo into Dash Attack, sehr nice. Das hat man noch gerne gesehen. Die Dash Attack ist so slow, dass du in die kommen kannst, das ist insane. Ja. Das ist wirklich wild. Vor allem, die ist 25 Frames aktiv übrigens. Die Dash Attack? Ja. Aber die trifft wahrscheinlich nicht an der Edge, ne? Doch. Du kannst damit two-framen, macht Flora auch sehr, sehr oft. Ist halt sehr, sehr langsam, deswegen ist es schwierig. Wir reden über DDD. Oh. Ah, ja. Ich war gerade noch bei Robin. Nee, Robin Dash Attack 25 Frames, das wäre insane. Fanny sieht ein bisschen wack out, die Dash Attack, weil Robin da so zusticht, so. Ja, mit einem Dolch halt, ne? Ja, so. Ja, nee, finde ich aber auch. Aber dieses Game auf jeden Fall sehr even, gefällt mir. Oh. Er hat richtig die Alt nach unten. Oh. Up Smash, ja. Up Smash, okay. Nice. Ja, nochmal? Gerade das knappste Match im Moment. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir gut vorstellen, der Splash Match, dass diesmal holt. Würde ich ihm auch gönnen. Mhm. Und dann wird es auch schon ein bisschen spannender. Ja, also ich würde mir ein Game 4 und 5 angucken. Ja, ich auch. Okay, gute Combo. Ja. Näher ein Tor ab, er, ne? Es hat gesessen. Okay, 123%. Geht freiwillig an die Ledge gegen Robin, finde ich interessant. So lässt sich Ledge trappen. Mutiger Parry. Er hat einfach beides geparried. Ja. Okay, Feuer. Ja, back air. Super even. Last Stock Situation. Beide Zero gerade noch.
Oh, nice, wie er den wieder gefangen hat. Sieht aber gerade... Ah, okay, nice. Splash Mesh sah gerade sehr gecornert aus in der Ecke der Map, aber da hat es doch noch geschafft, sich wieder zu Center Stage vorzuarbeiten. Wer jetzt Neutral gewinnt, hat echt gute Chancen, das Game zu holen. Oh, okay. Okay, muss vorsichtig sein. Ah, oh, gut, das gut gelandet. Ja. Beide können halt mit ihrem Command Grab landen, um Schild zu punishen. Ja, da, DDD macht halt fast voll irgendeine Aerial, näher meistens. Und die will man dann shielden und dann... Ja. Aber DDD hat sogar auch Safe Aerials, so die Back Air auf Schild. Und das reicht noch nicht. Das reicht lange nicht, keine Ahnung, wie das Spiel das dachte. Okay, jetzt kommt ein Gordo. Und jetzt die Down-B oder so, oder F-Tilt. DDD hat sich schon in Position gerückt, hat man gesehen. Ja, ich glaube, er wollte F-Tilten on Reaction. Ah, der Jab, tötet er? Bei 180, ja, ne? Ja, der von DDD ist ziemlich stark. Ja, krasses Game. 3